Wenn, dann richtig. Forderung am Radweg Kirchheim-Ödlingen. Eine Runde Heimatkunde. Heute fahren wir eine ganz einfache Tour. Nur ein paar Kilometer. Auf dem Radweg entlang der Lauter zwischen Kirchheim und Ödlingen. Oder zwischen Ödlingen und Kirchheim. Jedenfalls auf der wichtigsten und am stärksten befahrenen Verbindung Richtung Wendlingen. Nur eben heute zu einer Uhrzeit, wenn möglichst wenig Verkehr erwartet wird. Wir haben einen Ortstermin mit dem Fotografen. Den Radweg jedenfalls kennt ihr auswendig. Den habt ihr in meinen Filmen schon 100 Mal gesehen. Und wenn nicht, dann wäre das jetzt die richtige Zeit für ein Abo. So verpasst du nichts mehr und tust etwas Gutes. Der Algorithmus liebt das und ich auch. Wir stellen uns also hin und sperren für kurze Zeit den Radweg. Schließlich haben wir etwas zu sagen. Zu einer Uhrzeit, wo nichts los ist. Zu anderen Zeiten wäre der Weg gestopft voll, denn Spaziergänger, Kinderwägen, Rollstühle, Skater, Pendler, Kinder, Hunde und Radfahrer teilen sich die schmale Fläche. Heute sperren wir kurz den Weg für ein Bild. In den nächsten Monaten soll der Radweg komplett gesperrt werden. Ein Mischwassersammler wird verlegt, genau unter dem Weg. Gut, so eine Sperrung ist manchmal unvermeidlich und einfach nötig. Und immerhin sorgt man für eine Umleitung. Anschließend soll der Radweg wieder neu gebaut werden. Soweit, so gut. Der heutige Radweg ist zwar in einem guten Zustand, aber nur 2,50 Meter breit. Damit entspricht er nicht einmal mehr den Mindestanforderungen für einen so stark frequentierten Weg. Wenn er dann neu gebaut wird, dann soll er eine Breite von 3 Metern bekommen. Das klingt wie eine Sensation, aber es ist nur das Minimum für so einen wichtigen Weg. Hallo. Sonst dürfte er sich nicht einmal Radweg nennen. Und hier kommt unser Anliegen ins Spiel. Die Initiative Kirchheim anders mobil ist ein Zusammenschluss von Bürgern aus Kirchheim mit dem Ziel einer gleichwertigen Förderung aller Verkehrsarten. Autos, Busse, LKWs, Fahrräder, Fußgänger und Kinder sind alle gleichberechtigte Verkehrsteilnehmer. Auch die Schwächeren sollen am Verkehr teilnehmen können, ohne sofort vom Auto überfahren zu werden. Als Mitglied der Initiative Kirchheim anders mobil, als Mitwirkender der Initiative Fahrrad und als Mitglied des Vorstandes vom ADFC Esslingen fordere ich, der neue Radweg soll mindestens eine Breite von 3,50 Meter bekommen. Wie sonst sollen die künftigen, nicht motorisierten Verkehrsströme bewältigt werden? Wie sonst will man die jahrzehntelang verschleppte Verkehrswende endlich anfangen?
Wie sonst will man einen völlig überlasteten Weg entlasten? Wann, wenn nicht jetzt, wäre der richtige Zeitpunkt? Der Radweg muss ohnehin neu gebaut werden. Und das muss bei der momentanen Entwicklung mindestens für das nächste halbe Jahrhundert halten. Im Gemeinderat hat man das leider nicht realisiert. Der Antrag auf eine Prüfung für eine Breite von 3,50 Meter wurde sofort abgelehnt. Die konservativen Kräfte klammern sich verzweifelt an das Auto und versuchen in einem letzten Aufbäumen die Entwicklung eines menschengerechten und umweltfreundlichen Verkehrs zu verhindern. Ich finde, 3,50 Meter ist nun wirklich nicht zu viel verlangt. Der Platz wäre locker vorhanden, die Natur würde nicht beeinträchtigt. Aber solange man sich verzweifelt ans Auto klammert, danke, dass du dabei warst. Daumen hoch und denk an das Abo. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.